Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy. Paderborn-Lippstadt. Soeben ist ein Ferienflieger hier angekommen, als ein Notfallalarm ausgelöst wird. Heute wird hier für den Ernstfall geprobt, zu der auch die Presse eingeladen ist. Lohnenswerte Bildmotive werden hier gleich mitgeliefert. Die fiktive Situation. Ein Passagierbus ist mit einem Kleinflugzeug kollidiert. Hierbei kommen der Pilot und die Passagiere des Busses zu Schaden. Ausgelöst wird jetzt der sogenannte Flugunfall der Kategorie 1. In diesem Fall muss die Feuerwehr des Flughafens in spätestens 180 Sekunden an jeder Stelle des Flughafens eintreffen. Das ist jetzt der Fall. Man nähert sich hier unter Einhalt des Selbstschutzes hier vorsichtig dem Unfallort, um die Lage zu sondieren. Hier wird, um eine Explosionsgefahr auszuschließen, mit einem Tankzug der Flughafenfeuerwehr zunächst der Brand gelöscht. Dann kümmert man sich um den verletzten Piloten und bringt die Businsassen aus der Gefahrenzone. Rettungssanitäter und Notärzte kümmern sich jetzt um die Verletzten. Das Notfallszenario erweitert sich, als in Höhe des Towers Hilferufe zu hören sind. Scheinbar handelt es sich bei dieser fiktiven Übung um eine der sich im Tower befindlichen Personen, die dringend Hilfe benötigt. Ein Fall für die jetzt herangerückte Feuerwehr. Zugang in den Tower, von dem angenommen wird, dass er nicht mehr im Innenbereich begehbar ist, verschafft man sich jetzt mit Leitern und unter Zuhilfenahme eines speziellen Leiterfahrzeuges der Feuerwehr mit einem Rettungskorb. So können die in Bedrängnis geratenen Personen, die auch verletzt sind, schnell in Sicherheit gebracht werden. Auch hier sind wieder Rettungssanitäter und Notärzte gefragt, um zahlreiche Verletzte aus der Gefahrenzone zu bergen und zu versorgen. Eines der primären Ziele der Übung war heute das Zusammenspiel der verschiedenen Rettungskräfte. Alle sollten hier ihren Platz erkennen und effizient im Team arbeiten. Die Sicherheit im Flugverkehr, sie hat allerhöchste Priorität. Aus diesem Grunde werden hier am Airport Paderborn-Lippstadt regelmäßig flughafenspezifische Szenarien geprobt, um einerseits den Sicherheitsstandard zu gewährleisten und andererseits die Leistungsfähigkeiten der Teams zu verbessern. Die erfolgreiche Übung am heutigen Tage, sie führte dann auch zu keinerlei Beeinträchtigungen des normalen Flugverkehrs, wie hier beim problemlosen Abflug dieses Passagierflugzeuges sichtbar wird. Die heutige Notfallübung, sie führte zur Alarmierung von Einsatzkräften der DLRG, der Flughafenfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Büren sowie des Rettungsdienstes aus dem Kreis Paderborn. Am Ende zeigte sich Roland Kempkenstäffer, Leiter der Flughafenfeuerwehr, mit dieser Übung zufrieden. Die Ziele, die wir uns gesteckt haben oder die wir vorgegeben haben, wurden soweit alle erreicht. Sichtbare Zufriedenheit dann auch bei den Akteuren des heutigen Tages. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilum-Büren-Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke.